Hallo und willkommen. Ich bin Samka3. Wie ihr seht, ist mal wieder das Zeit für einen Tavern Brawl. Eben stand nämlich doch noch weniger als eine Stunde und jetzt hat er sich doch aktiviert. Wisst ihr was? Dann gehen wir doch rein. Ich wollte nämlich eigentlich was mit Solo-Adventure machen, aber vielleicht machen wir es auch gleich noch. Wenn das hier halbwegs schnell über die Bühne geht, gehe ich auf jeden Fall im Solo-Adventure nämlich ein paar von den Klassen-Challenges brauchen wir immer krallen. Da gibt es ja durchaus welche, aber gucken, was wir kriegen. Who's the boss now? Okay. Moment mal, das hatten wir schon mal. Ich bin mir sicher, dass wir das schon mal hatten. So, Dungeon Bosses want to help you play. Build your own deck, but get a random boss power each time you use it. Get a new one. Oh, stimmt. Jedes Mal, wenn wir eine Boss Power benutzen, switchen wir unsere Fähigkeiten durch. Hoah. Ja, dann weiß ich ungefähr, was ich bauen muss. ungefähr. Wir nehmen uns den Magier dafür. Wir wollen haben. Dinge wird mal schnell alles wegräumen können, weil der Gegner wird uns womöglich erwerfen mit allen möglichen Sachen. Und vor allem das Wichtigste, bevor wir irgendwas anderes wählen, bevor wir irgendwas uns wählen hier aus dem Haus, der Sachen der guten Dinge, packen wir uns erstmal Sachen aus wie. Wir tun hier ständig die Superpower, also die Heldenfähigkeit austauschen. Und das Wichtigste dabei wäre womöglich für mich jetzt gerade. Sieh hier, damit unsere Power einfach mal weniger kostet und wir sie viel öfter spammen können. Ich glaube, das ist super, super wichtig. Der Kollege, dass wir es öfter benutzen kommen, ist völlig uninteressant, weil wir tun die Hero Power austauschen. Damit ist er wieder frei und wir können direkt wieder mal also neu ausgeben. Macht also sonst gesehen überhaupt keinen Sinn. Was natürlich noch auf jeden Fall vielleicht nützlich wäre im Zusammenhang, wäre alles, was uns Spell Power gibt. So, jetzt habe ich mal ein bisschen was übersprungen, das ganze rumgebastelt, muss man ja nicht alles sehen. Also ich habe jetzt mir gedacht, ich mache was mit Spellpower ein bisschen, was mit Karten ausspielen, die in der Regel wenig kosten, und womit man Gegner und vor allem Kreaturen wegbashen können. Dann ein paar Kreaturen, die vielleicht auch gegen Heldenfähigkeiten was haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und vielleicht auch die Heldenfähigkeit ein bisschen verstärken, muss ja auch nicht verkehrt sein, dass wir die Spells ein bisschen günstiger kriegen, gehört auch noch dazu in meinen Augen. Und am Ende hier so ein paar Hater einfach nur deswegen, weil wir den Heldenfähigkeit umsonst zaubern können. Also wir kriegen die Kreatur quasi mehr oder weniger. Nicht unbedingt umsonst, aber wir kriegen es für ein Mana für 2-2 ist es ganz okay. Ist nicht super, aber okay. Und der Flame Waker einfach nur deswegen, dass wenn ich sagen kann, okay, ich kann jetzt genug Spells ausspielen, dann kann ich einfach sagen, dacker, dacker, dacker. Und die Spells machen auch dank wie gesagt, der Typen, die mit Spell Damage hantieren, natürlich ein bisschen mehr Schaden. Und natürlich sie ist womöglich das Wichtigste. Maiden of the Lake ist momentan für mich non plus ultra. Mal gucken. Brawlen wir mal. Vielleicht kommt es überhaupt nicht raus. Aber da gab es ein paar sehr böse Kombis, die man auspacken konnte. Mit dem, ja, Kreaturen, die jetzt sterben, kommen als Schleim für dich wieder, die danken können oder irgendwie so ein Scheiß. Ich meine mich auch sehr an sowas zu erinnern. Gucken wir mal. Vielleicht muss ich das Deck auch gleich komplett umdrehen. Jaina versus Jaina. Oder ich habe dasselbe gebaut wie sie. Oder er. Es. Okay, ich bin jetzt mal gerade wieder aus dem Spiel rausgegangen, weil das hat mir schon wieder gereicht. Leute, die sich wieder eine halbe Stunde Zeit lassen für jeden Scheiß, obwohl das hier sehr offensichtlich ist. Aber mir ist was eingefallen, gerade weil eine Fähigkeit nämlich aufgeschlagen ist. Wobei, jetzt bin ich völlig falsch. Hier wollte ich hin. Moment, hier, das wollte ich editieren. Weil wir nehmen gar nicht mal so viele Spells mit. Wir nehmen teure Spells vielleicht mit, um Gegner wegzuknallen, die uns den Sack gehen. Das hier ist super für ein paar von den Kreaturen. Dich brauchen wir nicht dabei. Dich brauchen wir vielleicht schon. Arcane Explosion gegen den billigen Schiss, ja. Dich vielleicht auch noch. Job. Hm. Also der Portal, du bist raus. Du bist raus. Die Frostnummer ist eigentlich gut. Du bist eigentlich raus. Du bist zu schlecht. Dich lassen wir mal drin, weil. Ne, komm, weißt du was, ich schmeiß mal raus. Scheiß auf dich, Junge. Wir brauchen das also überhaupt nicht. Dich brauchen wir in jedem Falle und dich brauchen wir auch nicht. Denn was ich jetzt tun werde, ist, neben den Spells, die ich ja durchaus noch brauche, um am Leben zu bleiben, was eine gute Idee ist in meinen Augen immer noch. Werde ich womöglich ein paar einfache Vernichtungssprüche mit reinknallen, weil ich es kann. Vielleicht dich noch dabei. Und jetzt kommt das Beste, seit geschnitten Brot. Ich tue die teuersten Karten mit hier reinpacken, die ich besitze. Warum, werdet ihr fragen? Ganz einfach, wegen Pile-On. Einfach zufällig aus irgendeinem Deck, also von meinem Deck und von seiner natürlich Ecke, wird einfach mal eine Kreatur ins Spiel gepackt. Wie wär's denn, wenn wir sowas kriegen? Bam! Ein Chromagus, das wäre doch super. Oder hier, einfach so ein Stormwind Champion mit ins Spiel kommt, der unser ganzes Spiel besser macht, ist immer eine gute Idee.
Oder hier so einer, wird kält und satt. Das wird immer super. Oder hier, einfach mal so einen fiesen Mountainschein. Wobei, wisst ihr was, wir holen uns den noch wieder rein. Wir holen uns einen Mountainschein wieder rein. Ich bin fast geneigt, Major Domo Exekutus mit rein zu tun. Weil er für Gaudi sorgen kann. Nicht muss, aber kann. Dann nehmen wir noch mit zwei von denen. Weil sie sind von den Satz ziemlich cool. Und der Rest ist eher so unter ferner Liefen. Den brauche ich alle nicht. Aber hier die Jüngste, sag ich ja, den nehme ich. Weil wenn ich jetzt Pylon kriege, was wir hoffentlich gleich sehen werden. Pylon, wo dann gesagt werde, eine von meinem Deck und eine von seinem Deck einfach mal so ein Spiel gepackt wird für 2 Mana. Dann werden wir, glaube ich, hier richtig rocken gehen. Es sei denn, jetzt wieder so ein Pansen wie eben, der meine, müsste sich eine halbe Stunde Zeit lassen, wie den Bullshit da. Das kann ich überhaupt nicht sein. Das kann ich nicht sehen, sowas. Oh, natürlich. Da hat jemand Geld bezahlt, um den Medivh. Okay, also auf jeden Fall einen sehr stylischen Auftritt. Muss man mal festhalten an der Stelle. Das nehme ich auf jeden Fall mit, einfach weil es lustig ist. Und du bist so teuer. Den Rest behalte ich. Weh, ich krieg dich nochmal. Danke. Bei denen werde ich jetzt zwischendurch raushauen, sobald mir was nicht passt. Wenn ich jetzt sage, oh, da ist eine Heldenfähigkeit, die mir überhaupt nichts bringt. Oh, ja. Wie viel gibt es davon? Einen nur. Nee, es sind 3 Stück. Shit. For the Major Domos! So, put a random spell from your opponent's class into your hand. Was Magier ist, nehme ich sofort. Jetzt kann er seine drei Wichtel da beschwören. Macht er aber nicht. Komm, irgendwas mit 4 Verteidigung. Give your weapon plus bla. Wisst ihr was? Den rauche ich weg einfach so, ja. Kann ich nicht leiden. So. Jetzt geht's nämlich gleich los. Wir benutzen den hier und wenn was Schlimmes danach kommt, was ich doof finde, dann hauen wir sofort ihn hier raus und dann können wir uns nämlich eine Heldenfähigkeit von dem Basisheld natürlich aussuchen. Eine von 3. Zufälligen. Das ist, meine ich, verkehrt. So, jetzt benutzen wir die. Das finde ich total nett von dir. Du kannst aber jetzt keine Klamotten mehr benutzen. Das heißt, beim Worten, ihn spielen wir nicht aus. Mal gucken. Ach, guck. Oh, Pylon. Aber nicht jetzt. Pylon will ich haben. Oh, nice. Interessiert mich, was du machst? Nö. Ab ins Gesicht. Läuft. Oh, natürlich haben die alle auf die Idee gekommen, wie ich auch schon eben. Auch eben habe ich gegen Maya gekämpft. Flamebaker. Natürlich. Nur ein. Fuck. Guck jetzt nur ein. Hund. Aber mit sowas kann ich ja arbeiten. Oh. Nice. Einen der großen, teuren Figuren, die ich unbedingt deswegen reingetan habe. Jetzt kann er seinen ersten Schafzauber raushauen. Oder auch nicht. Aber auf jeden Fall kann ich mir jetzt überlegen, ob ich jetzt gleich knalle. Oh. Oh, nice. In dem Falle töte ich erstmal dich, weil du nervst. Und dann ziehe ich Karten und krieg. Oh, eine Power dazu. Das bringt mir leider jetzt gerade im Song überhaupt nichts. Will ich den Typen loswerden? Will ich auf der Kette. Weißt du was? Wir geben einfach Mana aus. Komm. Oh, nice. Oh, seht ihr das? Seht ihr das? Was für einen Vorsprung ich plötzlich habe? Destroyer Random Enemy Minion. Oh, ist das perfekt oder ist das perfekt? Es ist toll. Jetzt hauen wir nämlich sie gleich raus. Maiden of the Lake. Und wenn uns irgendwas hier nicht passt, was wir kriegen, hauen wir ihn zwischendurch raus. Oh. Ich kann mein Glück fast nicht fassen. Und wisst ihr, was ich da auch nicht fassen kann? Oh, schade. Das war jetzt schade. Sehr schade, sehr schade. Ich hätte nämlich gerade gehofft, dass ich... Oh, wisst ihr was? Wir können den Typen fast ausspielen. Wir können auch den hier ausspielen. Ich bin gerade überwältigt von möglichen Ideen. Lass mich überlegen. Maiden of the Lake? Ja. Bevor irgendwas anderes kommt, machen wir das. Der ist tot. Wir töten... Den töten wir überhaupt. Und hauen wir ihm einfach ins Gesicht. Ich wollte jetzt eigentlich mit Spells und mit... Ja, wir machen es so. Machen ist jetzt ein bisschen umständlich und ein bisschen teurer für uns. Wir schießen ihn kaputt. Wir hauen ihn kurz. Quatsch. Ausgezeichnet. Und dann hauen wir ihn weg. Bam. Ausgezeichnet. Wir kriegen neue Höllenfähigkeit. Kostet ja nichts. Und pup.
Also fast nichts. Und können gleich wieder in den Klatschen gehen. Okay, das war jetzt... Ich meine, er hat eingesehen, was jetzt gleich alles kommen wird, aber schade. Wir haben ein Pack gekriegt und ein bisschen Gold. Und Gold brauchen wir wirklich. Ja, nämlich mein Plan war eigentlich gewesen, dass so teure Typen rauskommen, eben durch Pylon. Und dann kommen die einfach aufs Schlachtfeld und sagen, LOL, und ich mache ihn einfach platt. Und er hat schon gesehen, man muss halt nur ein bisschen Glück haben. Und gerade Maiden of Delayed natürlich, ist natürlich der in sich klasse, weil man kann einfach durchspammen die Runde für einen Mana. Und dann kann man sehr viel mehr Blödsinn anstellen. In der Regel gewinnt man allein schon nur durch sie wirklich, der Hildert hier. Ausgezeichnet, mehr wollen wir auch gar nicht tun. Wir machen kurz den Pack auf. Dann fangen wir damit an, was ich mir ursprünglich gedacht habe, weil ich habe gedacht, es gäbe halt überhaupt keine. Golden? Moment, erstmal die nochmal. Ich dachte, es gäbe heute nämlich kein, bevor ich den Gedanken wieder vergesse, kein Tavern Brawl. Und deswegen dachte ich mir so, oh, können wir ja auch die Solo-Kampagne mal langsam ein bisschen starten. Beziehungsweise nicht die Kampagne selbst, aber die ganzen Klassen-Challenges, die wir ja noch frei da haben. Deswegen, da gibt es auch ein paar Karten von, deswegen sollte ich da vielleicht mal anfangen. Rare! Okay, was ist Gold? Nee, ist einfach nur Legendary. Aber es ist ein Milhouse Mana Storm. Aha, sag ich nur dazu. Das ist, glaube ich, seit langer Zeit das schon mal Legendary nochmal kriege. Wahnsinn. Wahnsinn, ich bin beeindruckt. Spiel, du beschenkst mich heute. Können wir schreddern gehen. Ich hatte schon Milhouse Mana Storm, sonst würde ich nicht 435 Punkte kriegen. Ja, der Legendary geht weg. Aber dafür wird es und mehr. Irgendwann gehe ich hin und sage dann, oh, welche Legendaries hole ich mir? Aber das ist noch nicht der Zeitpunkt dafür. Auf jeden Fall gehen wir jetzt noch woanders noch hin, nämlich ins Solo-Adventure. Das schmeiche ich jetzt mal damit bei. Ohne Class-Challenge vom Krieger. Von dem guten Garrosh Hellscream gegen Nizar. Und wir kriegen dieses unfassbar nervige Teil. At end of your turn, summon a 1-1 crab with taunt. Ja, her damit. Das ist toll. Am Ende der Runde eine 7-7, also als 7-7 dann eine 1-1 Kreatur beschwören, die taunt hat, um Leute auf den Sack zu gehen. Ich meine, wir reden davon, dass man schon 7 Mana hat, deswegen Aber trotzdem nervt die Kreatur. Your reward will be a quick death. Victory or death. Und dann jetzt nicht mein Deck. Das ist jetzt das Zufallsdeck von der... Ich weiß auch gar nicht, wer der drin ist, leider. Wollen wir den haben? Ja. Wir lassen aber so stehen. Vielleicht kriegen wir jetzt ganz viele Taunt-Kreaturen, deswegen passt das alles gerade. Was hast du als Special überhaupt? Nochmal. Draw a card and give your minions a wish. I'm Reno Jackson. World-renowned archaeologist, explorer and treasure hunter. With the self-control of a magpie. Okay, gut, dass ihr mich jetzt anhaut und so. Auch ein Wunsch. Das ist nicht gut. Du kommst raus. Ich hätte auch den jetzt buffen können, aber das wollen wir jetzt machen, wenn eine bessere Kreatur draußen ist. Und die Kreatur kostet 4 Mana weniger. Dich. Job's done. So, Moment. Solltest du nicht günstiger jetzt sein? Moment mal, ich muss gleich mal die Geschenke nochmal durchlesen. Da stand irgendwas von... Oder soll das nur maximal 4 Mana kosten? Oh, warte mal, das muss ich gleich mal lesen. Ganz ruhig, Junge. Ja, versuch mich anzugreifen. Tut weg. Ausgezeichnet. Was stand da jetzt drauf? Das Cover Card Akost. Die kostet nur 4. Ich dachte, man kriegt minus 4 Kosten. Habe ich das leicht falsch erkannt? Dich hole ich mir aber. Weil du hast nämlich Charge. Nicht, dass ich es brauche unbedingt, aber ich will es trotzdem haben. Ich muss schon mal die Kreaturen wegklatschen. Nicht, dass er was Fieses auspackt gleich. War er nicht der Typ, der sich immer umbringt durch selber sein eigenes Kartengezieher, weil er sein Deck viel schneller wegraucht als ich? Fuck. Das war jetzt blöd von mir und gut von ihm, muss man sagen. Oh, oh, wait, so, did I ever tell you about the time I infiltrated the ogres of Dire Maul in disguise? Yes. Okay, Cursed Blade, double all damage deal to your hero. Okay.
Ja. Und dann hauen wir ihm ins Gesicht. Und wenn das Schwert schnell los, bevor es dir Schaden machen kann. Weil jeglicher Schaden gegen mich wird verdoppelt, nicht gut. Gut, du bist gleich erstmal Toast zuvor. Und du bist gefährlich. Okay. Ich glaube, damit kommen wir klar. Oh. Well, how about sneaking through the Blackrock Lyceum to acquire? Yes. Yes. For the war chief. For house chief. Tauschen den rein. Gucken wir mal, was für Mana kriegen können wir sowieso nichts, davon abgesehen, aber pack mal dich mal ruhig aus und du wirst getötet. Oh, ich krieg wirklich 4 Schaden auch von dem, aber der muss weg. So, jetzt kann der mir noch einmal 2 Schaden zufügen, er sei denn, kommt gleich mit dem Feuerball um die Ecke und macht mir damit 12 Schaden. Den werde ich auf keinen Fall. Vielleicht werde ich ihn noch angreifen müssen. 2 Schaden, habe ich mir gedacht. Dann nochmal Cursed Blade, bitte nicht. Aber ich will es loswerden, bevor das Ding mich wirklich umbringt. Ah, gut, weg ist es. Was krieg ich noch Schönes? Ich habe keine Secrets. Kreaturen mit Battlecry werden teurer, will ich sowas? Ja, nehmen wir das. Nee. Lass mal erstmal so stehen. Soll er erstmal angreifen und sich vielleicht selber zu Tode ziehen? Oh, flip shit. Okay. Doof. Ausgezeichnet. Imagine explore. The Rod of the Sun. Ho ho, it's worth thousands! We're not selling it. We're not selling it. Oh. Wen packen wir noch aus? Irgendwas mit Taunt vielleicht, aber irgendeinen Schadenspunkt kriegen. Das Problem ist, die frecken alle leider gleich. Wir töten einfach alles außen rum. Der gegen den, ist eigentlich egal. Nein, den können wir gar nicht tauschen. Suchen wir schon mal die richtige. Das ist jetzt doof. Fällt mir hin und vorne nicht. Ready to flee. Wir tauschen dich aber schon mal weg. Oder du tot bist danach. Wo kriegen wir noch Schönes? Oh, das ist ein vernünftiges Ex-Chin. Oder wir haben jemanden, der tanken kann, richtig. Wir nehmen das mit tanken, das hört sich gut an. Und wir spielen dich noch aus. Irgendwie kriege ich das nicht wirklich an Mann hier, das hier mit dem Taunt-Kreaturen. Alle meine Taunt-Kreaturen kriegen +2/+2. Oh, die große Fackel. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Oh, Junge. Der war shit hier. Oh, jetzt ist er mal gut hier. Oh, der junge Mann, auf den ich gewartet habe, fast schon. Aber erstmal gucken, ob wir noch als. Balloon. Du, her mit dir. Ich kann noch nicht angreifen. Jetzt kann er aber angreifen. Gut. Und dahinter packen wir. Nein, das ist wieder Quatsch, was ich gerade tue. Den packen wir aus. Wenn wir sie wegmachen können. Gut. Oh, das ist top. Das ist jetzt sehr top. Oh. Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden, aber so gut, dass du es gemacht hast. Wir haben niemanden da, der taunten kann. Wir packen dich aus und buffen dich unter die Decke. Nee, machen wir nicht. Oder? Doch, machen wir. Der Plan ist jetzt wie folgt. Wir packen erstmal sie aus. Ich da ab bis zu 4 Mana, wie es aussieht. Nicht, das ist jetzt alles nicht 4 Mana unbedingt. Du bist sehr gerne gesehen. Du bist ziemlich tough, aber wir packen noch hier mal aus. Hup, +2/+2. Und, For honor. Ich hab's verkehrt umgebracht, ich Vollidiot. Aber ist egal. Mein Gott, das hat schlecht gespielste Spiel, was ich je gemacht habe, glaube ich, langsam. Weil eigentlich war mein Plan so, ich bringe einen von denen um. Und wenn der dann gestärkt ist, kann er gegen sie ja ruhig kämpfen. Aber dann habe ich das Schild ja draußen. Oh, okay.
Jetzt macht er mit. Nee, er killt ihn sofort. Okay. Ja, der kriegt plus 3 plus 3. Auf jemand anderen gegangen, so ein Pech. Der muss weg. Sofort. Aber eigentlich gestern schon. Silence. Silence hört sich super an. Packen ihn aus. The Might of Stormwind. Und du tötest bitte den. Oder? Eigentlich müsste, aber reicht nicht. Du hättest eigentlich angreifen müssen, aber das habe ich verkackt. Du. 7-5. Ach, ist das viel so stark? Was ist denn da los? Put one desk, okay. Und du? Ne, du hast 2 Angriffe, das geht ja gar nicht. Aber, ne, wir tauschen die weg. Die tauschen sich gleich weg. Der kann gleich mit seinem Windfuhr-Angriff hier einmal reinhauen, das ist sofort Toast. Er zieht weiter sein Deck kaputt. Speeding up. Ah, der kriegt Windfury, okay. Jetzt mal gut hier. Das ist jetzt. Hammert jetzt. Okay, du bist tot. Okay, opfert euch beide da rein, wofür auch immer, okay. Dann fahren wir ganz, ganz vorne an. Ganz, ganz vorne erstmal. Flup. Der wäre toll, aber du bist noch toller. Nefarian, warum nicht? Billige Kreaturen. Weißt du was? Lass uns das Tauntnis draußen rumfliegen jetzt. Und dann erstmal buffen wir dich, weil er muss sich opfern gehen. Erstmal den am besten rein. Oder hau ich den einfach? Ne, er geht weg. Der muss weg. Ja, okay, der weg muss. Und wenn es da ist, muss der auch noch weg. Dann packen wir dich noch dabei aus, weil das hört sich total toll an. Alle Death Rattle werden zweimal ausgeführt. Nicht, dass ich jetzt unbedingt so schrecklich viele Death Rattle gerade habe, aber. Oh, wer wird jetzt sterben? Natürlich! Natürlich! So, deine kleine Krabbe kann gleich in den Tod springen. Ja, 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 ja. Dein Haus von hier sehen und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, opfer dich mal sofort in den rein. Ja. Ausgezeichnet. Wir ziehen uns so eine Karte. Wir haben ein Discover Spell. Das ist nice. Nehmen wir das. Weil das ist tricky. Noch knapper ging es gerade auch nicht, muss ich gerade sagen, aber okay. Oh! Misere. Luck and Plunder. Und endlich können wir jemanden ausspielen, der ein bisschen was profitiert davon. Ausgezeichnet. Das machen wir gleich nochmal. Aber was können. Oh mein Gott, schon wieder 6 Schaden angeflogen. Oh. Wow. Toll. Ich meine, toll im negativen Sinne jetzt. Also, so anti-toll. Oh. Wobei, ich könnte die gleich ausspielen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Machen wir das. Oh, wir hauen ihm ins Gesicht. Aber was können. Weil wir auch noch mehr im Gesicht. Aber einfach draufhauen, immer draufhauen. Ich hätte mich buffen können noch ein bisschen, aber ist egal. Braucht man nicht mehr. Er hat sich gleich zu Tode gezogen hier. Das funktioniert tatlos. So wie es soll. Windfury, das ist. Doof. Das ist döber. Okay, einer unserer Tank ist kaputt gegangen, aber das ist egal. Wir hauen jetzt einfach Klump und Asche hier. Wir ziehen nochmal die Serie. Ja. Nur weil ich es kann. Nee. Doch du. Du, weil wir haben Drachen auf der Hand. Was kann man Verhängnis von dir? Ein 7-6er. Für, nicht umsonst, aber für 4 Mana. Oh. Das ist ja bedauerlich. Oh, shit. Ah. Ja. Es war Ende Gelände. Das hat Hauptprobleme, wenn ich weiß, was im scheiß Deck drin ist. Denkt man sich so wie, was kommt hier bitte noch?
Ja, wir kriegen einen Obsidian-Zerstörer. Yes! Obsidian Destroyer! Nice. Und wisst ihr was, das lassen wir an der Stelle auch mal so stehen. Jetzt haben wir halt zwei sinnlose Spiele gemacht. Und ja, demnächst gehen wir hier einfach mal weiter los und schalten die ganzen Sachen hier frei. Ich bin nämlich gespannt, was wir überhaupt in den Kisten hier finden werden. Bestimmt Karten, die ich unbedingt haben will, wahrscheinlich. Und okay, lassen wir mal so stehen. Wie immer, danke fürs Vorbeischneien und Zusehen. Bei dem womöglich schlechtesten Magic-Spieler vor allem auch Magic-Spieler, schlechtesten Magic-Spieler dieses Erdballs, auch natürlich Hearthstone-Spieler. Also schlechteste. Und ja, es war nicht großartig, aber wir haben einen Anfang gefunden, bevor das Jahr zu Ende gegangen ist. Lass uns einfach mal so stehen. Bis die Tage und ciao.